Die wissen ungefähr, wo Afghanistan liegt. Und was da abläuft, haben sie auch schon mitgekriegt. Sie wissen, warum Menschen zur Bosheit neigen. Und sie können das anhand einer Grafik zeigen. Sie wissen auch, wie zugestellte Briefbomben ticken, die böse Menschen anderen Menschen manchmal schicken. Hören sie sich gerne reden? Lieben sie die Kamera? Hopp hinein ins Fernsehen. Warum sind sie noch nicht da? Werden sie doch Terrorismusexperte jetzt? Sie werden neben Marietta Slomka gesetzt. Man blendet riesengroß ihren Namen ein. Werden sie erstmal Terrorismusexperte sein? Sie haben da ein sehr schönes Fachgebiet. Es gibt keinen, der sie nicht zu Rate zieht. Jeder kleine Popelsender ruft bei ihnen an. In Sachen Terror sind sie der beste Mann. Besonderes Fachwissen ist nicht gefragt. Sie brauchen nur zu sagen, was jeder sagt. Seien sie nicht allzu informativ. Reden sie ausschließlich im Konjunktiv. Die Fernsehsender stehen bei ihnen Schlange. Was Schollatur kann, können sie schon lange. Brisant und explosiv werden sich um sie reißen. Kein Wunder bei Sendungen, die so heißen. Werden sie doch Terrorismusexperte jetzt? Sie werden Reinhold Beckmann gegenübergesetzt. Er wird sie irgendwas über Bin Laden fragen. Sie werden irgendwas über Bin Laden sagen.